willst altes Make-up nicht einfach wegwerfen? Wir haben eine Idee, wie wir ihm neues Leben einhauchen können. Sieh dir dazu einfach die Puppenmöbel-Ideen auf Lalilu an. Um ein Bett selbst zu bauen, benötigen wir eine alte Lidschattenpalette. Zeichne die Kanten und Seiten des Bettes auf Bastelkarton vor. Sei dabei kreativ bei der Formfindung und zeichne die Palette am Kopfteil nach. Schneide zwei identische Teile aus. Klebe alle Teile mit Heißkleber an den Rumpf des Bettes, welches die Schminkpalette ist. Unser Bett wird nicht nur schön, sondern auch funktional sein. Schneide eine Schublade aus Bastelkarton aus. Und erstelle eine Schublade mit einer Trennwand. Lass dabei die Oberseite offen. Klebe zusätzliche Paneele vorne dran. Und füge Perlen hinzu, die dann die Griffe sein sollen. Beschichte das Ganze mit perlmuttfarbener Farbe. Bringe Goldband an den Rändern an. Wir können die LOL nicht in einem kalten Bett schlafen lassen. Lasst uns also eine Matratze aus Stoff anfertigen. Schneide süße, weiche Kissen aus einem Make-up-Schwamm aus. Lege eine Decke dazu. Deshalb kannst du nicht ohne einen guten Schlaf in einem weichen Bett auskommen. Wirf niemals leere Parfümflaschen weg. Sie können zu einer tollen Mini-Vase umgestaltet werden. Wir werden nicht auf Blumen von Bewunderern warten. Lasst sie uns lieber mit frischen Blumen füllen. Für den nächsten Handgriff benötigen wir einen alten Beauty-Blender. Schneide daraus einen Sitz aus. Um die Unebenheiten zu verdecken, basteln wir dafür einen Stoffbezug. Schneide ein Stück aus einer passenden Form aus und brenne die Kanten vorsichtig ab. Dann klebe es mit einem Heißkleber an den Stuhl. Klebe nun mit Heißkleber dünnes Satinband an die Ränder. Wir sind mit dem ersten Stuhl fertig. Zeit zum nächsten zu gelangen. Markiere die Stelle für einen Schnitt an einem Silikon-Beauty-Mixer-Ständer. Schneide mit einem Universalmesser ein Kissen aus einem Beauty-Blender aus. Jetzt müssen wir nur noch den Sitz in den Rahmen kleben. Weiche und stilvolle Sessel können jedes Interieur perfekt ergänzen. Zeichne eine kleine Lidschattenpalette auf Bastelkarton auf. Schneide dann die Seiten für einen Nachttisch aus und klebe sie zusammen. Schneide einen passenden Deckel aus und klebe ihn mit Heißkleber auf die Palette. Schneide die Borsten ab und nimm die Griffe von den Make-up-Pinseln. Das sind die Beine. Beschichte alle sichtbaren Flächen mit beiger Acrylfarbe. Bring dekoratives Goldband an den Rändern an. Klebe eine Metallperle an die Vorderseite des Nachttisches. Nimm den Spiegel aus einer alten Gesichtspuderdose. Klebe mit Heißkleber eine Schnur darum. Teile einen Metalldraht mit einer Schneidezange in einige dünne Stücke. Klebe alle auf den Spiegel auf. Setze bunte Perlen auf die Strahlen. Wenn unsere LOL-Puppe jetzt etwas Schönes sehen will, kann sie einfach an ihren Spiegel gehen. Befestige nun Perlen in verschiedenen Farben und Formen auf einem Stück Draht. Setze eine Rohrkappe auf. Wickle nun dekoratives Klebeband um die Lampe. Wir können sie auf den Nachttisch stellen. Es gibt ein perfektes Zusammenspiel für ein Puppenzimmer. Und hier ist die LOL. Ein Training? Ist es nicht etwas spät zum Springen? Oh, das haben wir nicht bedacht. Die LOL-Puppe kann den Spiegel einfach nicht erreichen. Aber sie gibt nicht auf und bekommt einen Stuhl, um ihr Spiegelbild zu sehen. Wow, du bist atemberaubend. Jetzt, da unsere Puppe ruhig ist, können wir sie ins Bett legen.
Träum süß. Und während die LOL schläft, werden wir sie ein wenig überraschen. Fertige einen Stuhl mit einer Rückenlehne aus einem alten Lidschattentopf an. Decke die Innenseite des Lidschattentopfs mit weißem Karton ab. Klebe eine Schnur drumrum. 1 und 2. Nun ist der Sitz fertig. Klebe mit Heißkleber einen Make-up-Pinsel als Griffe an die Unterseite, welche dann die Beine sein werden. Dekoriere die Unterseite des Stuhls mit Fransen. Es fehlt aber immer noch ein kleines, wichtiges Detail. Schneide ein kleines Herz aus Pappe aus. Verwende weißen Kleber, um es an der Stuhllehne zu befestigen. Die LOL soll sich immer daran erinnern können, dass wir sie sehr lieben. Wir können unsere Augen einfach nicht von dir lassen. Beweg dich nicht, ich mache ein paar Bilder. Eine Topmodel-Karriere wartet auf dich. Und jetzt gehen wir zum Badezimmer über. Schneide den Boden einer Flüssigwaschmittelflasche mit einem Modelliermesser ab. Beschichte die Badewanne mit weißer Acrylfarbe. Trage die goldene Acrylfarbe mit einem trockenen Pinsel und leichten Strichen auf. Verleihe ihr damit einen Retro-Look. Bringe oben einen Rand aus einer Schnur an. Lasst uns der Badewanne Beine geben. Perlen eignen sich perfekt dazu. Klebe dekorative goldene Ringe an den Seiten als Griffe auf. Und schmücke jetzt die Badewanne mit einem Blumenmuster. Schneide die Stücke aus und befestige sie mit weißem Kleber. Füge eine Schnur um den Rand herum hinzu. Lege den Abfluss mit schwarzer Acrylfarbe fest. Klebe eine Perle an eine Schnur anstelle eines Steckers. Wir haben hier auf der anderen Seite einen Hahn aus einer länglichen Metallperle. Wir befestigen ihn an der Innenseite der Badewanne. Stecke den Stopfen in den Abfluss, damit das Wasser nicht herausfließen kann. Lasst uns nun die Griffe für unseren Wasserhahn herstellen. Fädele dazu Perlen, die wie Hahngriffe aussehen, auf einem Draht auf. Entferne den Überschuss mit einer Schneidezange. Klebe sie in die Nähe des Hahnes an. Unsere Vintage-Badewanne ist fertig. Unsere Puppe kann sich darin wie eine echte Dame fühlen. Aber das ist noch nicht alles. Schneide die Mitte aus einem micellaren Wasserbehälter aus. Trenne den Hals mit einem erhitzten Modelliermesser von der Flasche ab. Glätte den Schnitt. Du kannst nun einen Bastelkartonboden anbringen. Wir machen ein Dekoupagebild auf der Rückseite. Entferne die oberste Papierschicht mit einem Klebeband. Reiße das Bild ab. Klebe es mit weißem Kleber auf. Und bestreiche es dann mit Hochglanzpolitur. Klebe eine weiße Schnur an alle Kanten. Zertrenne einen Holzspatel in einige Teile, damit wir Regale für unseren Lagerschrank daraus machen können. Klebe dann die Regale im Schrank mit einer Heißklebepistole fest. Eine Pflanze oben auf dem Schrank vervollständigt alles perfekt. Jetzt müssen wir nur noch Sachen in die Regale stellen und unser Aufbewahrungsschrank wird zu einem unersetzlichen Organisator des Badezimmers. Alles passt hinein. Shampoos und Parfums. Schneide einen Haarfärbekarton auf. Drucke ein Bild mit Blumen aus, das der Größe des Paravents entspricht und schneide es aus. Setze es auf und zeichne die Form nach.
Jetzt schneide es aus. Verwende einen Klebestift, um die Teile am Paravent zu befestigen. Fertige Trennwände und Felgen aus einer weißen Schnur an. Verwende Perlen anstelle von Beinen. Klebe sie mit Heißkleber fest, dass sie stabil sind. Wir haben ein exquisites Möbelstück für eine echte Dame. Jetzt kann unsere Puppe ihre Outfits wechseln. Lasst uns nun noch etwas Badeschaum hinzufügen. Wasser ist großartig. Es ist so schön, aromatische Kerzen anzuzünden und nach einem anstrengenden Tag ein warmes Bad mit Schaum zu genießen. Wenn du noch altes Make-up hast, abonniere Lalilu. Wir haben eine Menge Ideen, um Make-up in Puppenmöbel zu verwandeln. Gib uns einen Daumen nach oben und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal!